Na hey ho, meine Lieben, zurück. Ja, heute erst einmal noch das Chaos von gestern beseitigen. Aufräumarbeiten ist ja nicht viel. Und dann geht's weiter mit ein bisschen Umräumen, drinnen aufräumen. Und ich mache meine Dreckelarbeiten da drüben weiter, wenn ich das andere zum Teil gemacht habe. Ich spiele jetzt im Anschluss gleich noch den Anfang von dem letzten Video, was eins hätte werden sollen, mit rein. Da erfahrt ihr dann mehr über die Dreckelarbeiten. Und ja, gehen wir mal gerade eins von den Plastikdingern. Unser Blumenbeet kriegt eine Begrenzung hier mit so Steinimitation aus so halbwegs GFK-Material. Das sollte eine Weile halten. Ja, mehr ist momentan nicht dazu zu sagen. Wir legen mal los. Ich muss erstmal den Schuppen ausräumen. Manu legt dann drinnen los. Ofen ist schon angefeuert. Und dann schaffen wir was, oder? Oh, die schaut mich schon wieder so böse an. Ja. Alles gut? Nee. Oh je. Naja, wir schaffen was jetzt. Hey ho, meine Lieben. Schönen guten Morgen. Ja, heute ein kleines, ja, eigentlich bloß ein kleines Video hier vom Gärtchen. Hier im Hintergrund. Ja, möchte ich jetzt endlich ein bisschen Erde sieben, dass wir den Rand anhäufeln können. Zumindest, dass wir unsere Steckzwiebeln für die Blümchen reinkriegen. Mhm. Ja. Ja, und wenn wir das haben, war es das auch schon wieder heute. Ist kalt geworden. Ja, Hauptsache ein bisschen Erde gesiebt und aufgebracht und angepflanzt. So ein bisschen, ja. Ja, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ich zeige euch jetzt noch schnell unsere Blumenzwiebelsammlung. Da haben wir die erste. Vielleicht kommt noch eine dazu mit anderen Blümchen. 100 Zwiebeln, da sind drin Narzissen, Krokus, Tulpen, Fräschen, Allium und Ixia. Naja, gut, was auch immer das alles ist. Werden wir hier ringsrum, also komplett ringsrum, an der Hütte entlang einen, ja, 20, 25 cm breiten Streifen machen. Der bloß für Blumen gedacht ist. Ja, und da kommt dann auch noch eine kleine Abgrenzung hin und der Rest wird dann, ja, wie gesagt, mit Wiese angesät. Hey Leute, die Zeit vergeht. Also hier herin sieht es auf alle Fälle schon mal um einiges besser aus. Die Stühle haben wir alle hinaus. Ja, hier vorne haben wir schon ein bisschen freigeräumt. Hier drin habe ich mal, ja, auch ein bisschen umgeräumt, verräumt, dass wir da mal ein bisschen mehr Platz haben. Da stehen jetzt die ganzen Stühle noch mit drin. Oh. Tja, was soll ich sagen? Das dauert halt und kostet alles Zeit. Jetzt habe ich da draußen mit meiner Dreckelarbeit noch nicht einmal angefangen. Heute. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, ob wir jetzt schon wieder Feierabend machen. Bei drei haben wir es auch schon wieder. Oder ob ich da wenigstens jetzt noch zwei, drei Schubkran schnell mache. Dass wir vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ja, zwei, drei Schubkran, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oder? Was sagt Chefin dazu? Kein Plan. Kein Plan, okay. Ach, ein Drama heute. Nein, ich habe gerade wieder alles rausgerissen. Weil es gibt noch ein bisschen größere Grabarbeit, ja, um die Spieße da sauber reinzukriegen. Und da habe ich heute keinen Bock. Darunter muss es. Ja. Ach, egal. Egal. Heute nicht mehr. Ich würde auch sagen, zu spät.
und morgen nicht gleich. Weil morgen gar nicht. Weil morgen gar nicht. So Leute, wir haben für heute definitiv genug. Naja, es geht. Dann machen wir weiter. Nein, nein. Also, an diesem Eck werde ich mich noch irgendwie abknappern. Das würde ich schon noch gerne dieses Jahr fertig kriegen. Dass ich das bis hinten auffülle wieder, gerade ziehe und ja, unsere Absperrung reinbringe. Aber habt ihr ja gesehen oder nicht, die Dinger neu zu machen, da muss ich echt ein bisschen buddeln, weil das Plastikzeug sonst ja, kaputt geht, weil unten drunter die Erde einfach zu fest ist. Ja, irgendwie werde ich das schon noch fertig kriegen dieses Jahr. Genau, Manu zeigt gerade auf die Banane. Die schöne Banane. Die hier jetzt sich in dem Kübel versteckt hat. Ja. Runtergeschnitten, eingewickelt, eingepackt. Lass zu, ich habe unten das Zeug noch reingestopft, dass es nicht rausschaut. Okay. Also mit allen möglichen Zeug noch eingewickelt. Jetzt schauen wir mal, ob es überlebt. Hoffen wir es doch, ne? Auf alle Fälle möchte ich nächstes Jahr dann hier noch ein oder zwei weitere Bananen hinpflanzen. Den Zaun, habe ich ja gesagt, werde ich auch noch irgendwann einmal machen. Oh ja. Aber alles zu seiner Zeit. Richtig. Tja, und für heute, also ich bin definitiv zufrieden drinnen, wesentlich besser. Da drin ist es ein bisschen besser und hier draußen habe ich immerhin noch eine Schubkarre fertig gebracht. Tja. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Es wird auf alle Fälle weitergehen. Auf jeden Fall wird es kälter und kälter. Ja, und viel kälter. Und da ist die Lust auch nicht mehr so groß. Mhm. Lust schon, aber... Ja, die Lust eigentlich schon, aber die Kälte halt. Ja. Ja, was soll man sagen? Wir machen Feierabend, wir fahren nach Hause. Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.